Es ist eigentlich durch das Wohnen mit so großen Fenstern, dass wir uns morgens nicht mehr die Gedanken machen müssen, wollen wir draußen im Garten frühstücken oder wollen wir drinnen frühstücken? Weil drinnen ist wie draußen, wir machen die Fenster auf und wir sind im Garten. Swiss Fineline ist im Alltag nicht mehr so präsent, aber unser Alltag hat sich massiv verändert von dem, wie wir vorher gewohnt haben. Wir wohnen hier auf einem Bauernhof und haben das Gemütliche, wie wir damals gewohnt haben, total genossen. Aber wir leben hier jetzt durch Swiss Fineline in der Natur. Und insofern merken wir sie nicht mehr, aber das war genau die Idee. Wir wollten zwei Sachen. Auf der einen Seite wollten wir wirklich möglichst wenig vom Fenster sehen, also einfach die wirklich schmalen Profile. Und auf der anderen Seite wollten wir hier auf der Ecke, dass die Fenster wirklich aufgehen, ohne in der Mitte nochmal ein Profil zu haben. Das war letztendlich dann recht einfach zu entscheiden. Wir würden definitiv Swiss Fineline wieder wählen. Aus einem ganz einfachen Grund: Wir haben uns von Anfang an bis zum Ende des Projekts immer in guten Händen empfunden. Es waren zwischendurch einfach mal Heads up, alles in Ordnung, funktioniert alles, ist alles wie geplant. Es gab keinen einzigen Hiccup und deswegen, das Ergebnis spricht für sich.